13 Jahre ist es her, da verschwand Madeleine McCann, genannt Maddie, aus einer Hotelanlage in Portugal. Jahrelang suchte die Polizei nach Spuren. Nun gibt es einen Tatverdächtigen, ein Deutscher, 43 Jahre alt. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits verurteilt wurde. Derzeit verbüßt er in anderer Sache eine längere Haftstrafe. Die Eltern des Kindes wollten sich heute nicht äußern. Sie selbst wurden kurzzeitig von der portugiesischen Polizei verdächtigt, mit dem Verschwinden etwas zu tun zu haben. Ihr Sprecher sagte, sie hofften nun auf Klarheit. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Mädchen tot ist. Der mutmaßliche Mörder des Kindes lebte in Braunschweig und in Portugal. Er soll dort im Raum Lagos Gelegenheitsjobs nachgegangen sein. Weitere Anhaltspunkte legen nahe, dass der Beschuldigte seinen Lebensunterhalt zudem durch die Begehung von Straftaten finanzierte. Darunter Einbruchdiebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen, aber auch Drogenhandel. Das Bundeskriminalamt sucht nun nach Zeugen, die zum Beispiel dieses Auto gesehen haben im Jahr 2007 an der Algarve. Und zugeschaltet ist mir nun mein Kollege Peter Jagler in Braunschweig. Was weiß man denn über den Mann? Also, wir haben es ja eben in dem Beitrag auch schon gehört. 43 Jahre alt ist der Mann. Er sitzt im Gefängnis. Vielmehr hat die Staatsanwaltschaft gar nicht sagen wollen. Was man jetzt erfahren hat, zumindest aus Kreisen unbestätigt, ist, dass er wohl in Kiel im Gefängnis sitzt, 2/3 seiner Haftstrafe schon verbüßt hat. Und es war jetzt wohl auch die Rede davon, ob er wohl auf Bewährung sogar freigelassen wird. Das hat sich aber somit wahrscheinlich erstmal wieder erledigt. Und die Staatsanwaltschaft in Braunschweig ermittelt, weil die letzte Meldeadresse des Mannes hier in der Region Braunschweig war, bevor er 95 dann nach Portugal gezogen ist, wo er bis 2007 tatsächlich auch immer wieder in der Nähe des Ortes wohnte, wo Maddie damals verschwunden ist. Wie ist man dem mutmaßlichen Täter denn auf die Spur gekommen? Also immer wieder wurde ja auch öffentlichkeitswirksam aufgerufen nach Hinweisen. Erst gestern wieder in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und vor genau 3 Jahren, als Madeleine 10 Jahre verschwunden war, gab es auch so eine Sendung. Und daraufhin gingen sehr viele Hinweise beim Bundeskriminalamt ein. Und angeblich verdichtete sich die Spur zu eben diesem jetzt Verdächtigen, der damals in der Region Braunschweig gelebt hat. Und so habe ich erfahren, seit 2018 bereits hat deswegen die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt, ist jetzt erst an die Öffentlichkeit gegangen, weil immer noch viele Hinweise wohl fehlen und sucht jetzt vor allem mit den Bildern des Autos, was wir eben gesehen haben. Das war ein Jaguar mit deutschem Kennzeichen damals und einen VW Bulli, ein T3-Modell, ein bisschen älter. In diesem Bulli soll der Mann damals gelebt haben und jetzt erhoffen sich die Staatsanwaltschaft und die Polizei weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Es war ja nur ein sehr kurzes Pressestatement der Ermittler. Warum das? Naja, die Ermittler haben sehr lange überlegt, was sie überhaupt rausgeben. Denn was wir verstanden haben, ist, es gibt Hinweise, aber diese Hinweise reichen noch nicht für eine Anklage. Das heißt, die Ermittler brauchen noch mehr Beweise. Und je mehr man im Vorfeld über diese Person sagt, desto weniger stichhaltig könnten Beweise aus der Bevölkerung sein, hat mir die Staatsanwaltschaft erklärt. Hingegen, wenn man ganz wenig über diesen Mann weiß, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beweis aus der Bevölkerung, ein Hinweis aus der Bevölkerung hilft, diesen Menschen zu überführen höher. Außerdem, und da geht es um Personenschutz, ist der Mann ja im Fall Madeleine nicht verurteilt. Das heißt, es ist bisher nur der Verdacht da. Deswegen sollen auch da die Personalien dieses Mannes geschützt werden. Deswegen wird auch da nicht mehr gesagt. Und der letzte Grund dafür ist, dass die Ermittler befürchten, dass noch mehr Frauen von diesem Mann, vielleicht auch noch mehr Kinder von diesem Mann sexuell missbraucht worden sind. Und diese Personen sich bisher nicht an die Behörden gewandt haben, weil sie vielleicht Angst hatten, dass der Mann wiederkommt oder dass man ihnen gar nicht glaubt. Nun ist aber ja bekannt, dass dieser Mann im Gefängnis sitzt und da erhoffen sich die Ermittler, dass vielleicht sich auch noch mehr Frauen melden und noch mehr Fälle an die Öffentlichkeit kommen und man dann somit auch quasi dem Fall Maddie McCann irgendwie näher kommt und man diesen Mann anklagen kann. Madeleines Eltern hatten sich ja mit teils emotionalen Aufrufen immer wieder über die Jahre an die Öffentlichkeit gewandt, um Informationen über den Verbleib ihrer Tochter zu erhalten. Wissen Sie denn jetzt mehr, ganz kurz noch? Yeah.
Also was Sie wissen, ist wahrscheinlich die Gewissheit, dass alle davon ausgehen, dass Madeleine ermordet wurde. Zumindest die Staatsanwaltschaft hat das gesagt. Also dass sie nochmal lebend gefunden wird, ist davon geht hier niemand mehr aus. In einem Statement hat der Pressesprecher der Eltern heute gesagt, dass sie sehr froh sind, dass jetzt in Deutschland es diese konkreten Hinweise gibt. Sie sind realistisch, aber sie würden gerne wissen, was ist vor heute genau 13 Jahren und einem Monat mit ihrer Tochter passiert. Dankeschön, Peter Jägler.